Also ich bin Maren Schädel hier an der Westricher Grundschule. Ich bin Klassenlehrerin der Klasse 1-2, die jahrgangsübergreifend arbeitet. Und ich habe hier in den letzten 3 Jahren ziemlich viel an der Schulentwicklung im MINT-Programm mitgearbeitet. Die Westricher Grundschule hat ungefähr 180 Schüler in 8 verschiedenen Klassen. Wir haben oder sind eben MINT-freundliche Schule. Das heißt, wir haben uns den Schwerpunkt im MINT-Bereich gesetzt und da unterstützen uns die Techniktürme einfach unheimlich, dadurch, dass die Kinder eben relativ schnell und ohne viel Aufwand experimentieren können. Und das unterstützt einfach unser bisheriges Experimentierangebot. Wir haben tatsächlich Experimentieren hier schon sehr lange in allen Jahrgängen als Fach, wo die Kinder eben sehr viel angeleitet experimentieren, und was uns eben begeistert hat, sind die kleinen fertigen Kisten, sodass man eigentlich schon kein Material mehr zusammensuchen muss, was sehr vorteilhaft ist, aber auf der anderen Seite eben auch, dass die Kinder sehr selbstständig damit arbeiten können. Die Kinder arbeiten nicht mehr alle an einem Thema, sondern wirklich an verschiedenen Themen oder eben an verschiedenen Kisten. Vorher war es so, dass die Kinder ein Experiment vorgegeben haben, bekommen haben, was sie dann eben in der Gruppe durchgeführt haben oder auch alleine durchgeführt haben. Und jetzt arbeiten sie kooperativ zusammen. Das heißt, es sind ja 2, 3, teilweise auch 4 Kinder, die zusammenarbeiten. Sie müssen sich gegenseitig unterstützen als Expertenkinder oder Helferkinder. Und sie erforschen eben auch selbstständig Sachverhalt. Also sie kriegen nicht mehr vorgegeben, was sie erforschen müssen, sondern überlegen sich ja selber, was man mit dem Material vielleicht auch machen kann. Was in der Arbeit mit den Kisten einfach auffällt, ist, dass die Kinder nicht nur die Anleitungen nutzen, die Bilder nutzen, die gucken sich schon auch an, aber die sind einfach unheimlich kreativ, was eigene Ideen und eigene Forschung angeht, die sie dann eben auch versuchen umzusetzen. Und dadurch, dass sie kooperativ zusammenarbeiten, müssen sie sich einfach auch sprachlich verständigen. Sie müssen sich sprachlich über Sachverhalte verständigen, die sie vielleicht vorher noch nicht so kannten. Das Gleiche eben auch, ne, gerade bei den Zahnrädern, dass man den Kindern nochmal zeigt, wie heißt das überhaupt. Als Lehrerin ist es sehr angenehm, mit den Techniktürmen zu arbeiten, weil die Kinder tatsächlich sehr selbstständig arbeiten und man im Prinzip nur rumgeht und eher eine Lernbegleitung ist. Also die Kinder vielleicht auch nochmal unterstützt und nochmal sagt, guckt nochmal hier oder überlegt nochmal, wieso ist das jetzt so? Also wirklich nochmal ein paar Impulse reingibt, aber sie nicht mehr anleitet. Also die Anleitung passiert eben ganz selbstständig. Die Kinder fragen auch nicht total viel. Die fragen, wenn sie mal irgendwo nicht weiterkommen, wie jetzt, ne, bei dem Fahrradschlauch, dass sie den nicht aufgepumpt kriegen, dann kriegen sie natürlich die Unterstützung. Aber im Großen und Ganzen arbeiten die selbstständig und ich begleite das Ganze einfach nur, indem ich noch mal ein bisschen Impulse einfach reingebe zum Weiterdenken. Die Westricher Grundschule hat vor 3 Jahren die Techniktürme für die Grundschule angeschafft und da wir von dem Konzept einfach total begeistert waren, haben wir uns dann von einem ja, knapp entschieden, auch die Techniktürme für Klasse 5 und 6 anzuschaffen, was auch damit zusammenhängt, dass wir eben im Bereich der Begabungsförderung viel für die Kinder unternehmen. Wir suchen die Potenziale, wir suchen die Herausforderungen auch, sodass wir den Kindern eben einfach noch mal ein bisschen mehr bieten wollten. Dazu kommt, dass die Kinder bei uns schon ja, im Übergang Kita-Grundschule experimentieren können, das wirklich jedes Jahr auch durchgeführt wird, sodass die Kinder im Experimentieren sehr fit sind und wir da eben auch so ein bisschen drauf aufbauen können und deswegen gesagt haben, wir wollen das Spiralcurriculum nutzen, was eben auch bei den beiden Türmen ja vorhanden ist und den Kindern dann eben auch einfach weiterführendes Material bieten. Also gerade so, ich sag mal so als Beispiel dieser Stromkasten, hätte ich jetzt erwartet, ist eher die Begeisterung bei den Jungen. Ich habe aber hier in der Klasse die Erfahrung gemacht, die Mädchen finden das genauso spannend, weil wenn das alles richtig zusammengelegt wurde, leuchtet hinterher die Lampe und das ist einfach ein Effekt, den die super finden. Also das ist total egal, ob es Mädchen oder Jungen sind. Die Begeisterung ist tatsächlich dieselbe. Oder die Kinder kamen jetzt gerade an und sagten, ich brauche unbedingt noch ein Band für meine Gitarre. Dann ist es sehr praktisch, dass man diese Kiste hat, diese Vorratskiste, die rausholt und einfach die Sachen da hat. Gleich einmal alles aufräumen. Die Kinder wissen, dass sie alles sauber machen müssen und dass sie das kontrolliert auch nochmal in die Kisten geben. Wir machen das über ein Abhaksystem, das heißt, die Kinder haben einen Folienstift, haken zu Beginn einmal ab, ob sie alles in der Kiste finden, was sie gleich brauchen und am Ende aber auch nochmal beim Reinlegen, damit die Kiste hinterher eben auch vollständig ist. Das heißt, die Kinder sammeln jetzt gleich selbstständig die Kisten wieder ein und stellen die dann auch fertig gepackt wieder nach vorne.
sodass ich auch da wenig Aufwand habe.